Yeah. Es ist das Rocky Trio. Bestehend aus Mika, Paul und Luna. Und ja, ich kannte den Mika tatsächlich schon von letztem Jahr. Er ist letztes Jahr mit seinem Soloprojekt hier gewesen. Und diesmal ist er mit seiner Band hier. Also letztes Jahr war ich quasi nur Fan von Mika. Mittlerweile bin ich Fan von der ganzen Band. Ja, neben dem Fakt, dass es alles kleine Überflieger sind. Ich will jetzt nicht zu viel erwähnen, aber Jugend komponiert, Jugend musiziert, The Voice zusammengespielt mit großen Pianisten etc. 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 Geht es natürlich darum, dass sie hier zusammen Musik machen. Und sie haben sich kennengelernt tatsächlich erst im Juni diesen Jahres bei einem Sommer-Jazz-Camp, was natürlich auch verrät, dass alle gerne Jazz mögen. Und irgendwie so eine lustige Story dort war, dass sie sich so gut verstanden haben, dass sie bis tief in die Nacht zusammen gejammt haben, bis der Hausmeister kam und sie aus den Übungsräumen geschmissen hat. Das zeigt ja irgendwie, dass es gevibed hat von der ersten Minute, würde ich mal behaupten. Genau, und jetzt ist natürlich so ein kleines Problem, dass sie unglaublich weit voneinander weg wohnen. Sie kommen nämlich aus Rockenberg, Kriftel und Lüneburg. Und so wie ich das verstanden habe, ist Lüneburg irgendwie 6 Stunden entfernt. Aber die Liebe des Zusammenmusizierens ist so groß, dass sie es trotzdem hinkriegen und dann irgendwie über Remote sich Sachen schicken, coole Videos aufnehmen, Videos mit Musik zusammen verbinden, irgendwelche Telefonate in Songs integrieren, sich Logic-Dateien schicken etc. etc. Also es ist irgendwie natürlich hart, wenn man nicht jede Woche proben kann oder sich so selten sehen kann, aber sie kriegen es irgendwie trotzdem hin, geile Videos zu machen, geile Musik zu machen, auf irgendwie einen Nenner zu kommen, alles irgendwie so stimmig zu bauen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie wir wissen, denn wir sind in einer Band. Genau, es ist nicht so leicht, wenn die Bandmitglieder in anderen Städten wohnen und vor allem nicht, wenn es 6 Stunden entfernt ist. Aber ja, ich persönlich bin auf jeden Fall ein Riesenfan. Der erste Song, ihr spielt zuerst Gletscher, ne? Ja, der erste Song Gletscher. Ich will eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber man kann so viel sagen, dass die Band auf jeden Fall es irgendwie perfekt schafft, Humor, Politik, Kritik zu verbinden. Und das alles irgendwie, ich muss immer total lachen, wenn ich die Videos sehe, aber irgendwie ist es halt lustig und traurig zugleich und dann ist es auch super ernst und es werden auch Nachrichtenschnitte reingeschnitten in die Videos, checkt das auf jeden Fall aus. Auch den zweiten Song müsst ihr auschecken, er heißt Hau die Glocke. Er wurde gerade released. Stimmt das? Er ist schon ein bisschen draußen, ne? Aber auf YouTube kann man Hau die Glocke schon finden. Sucht mit also Hau die Glocke nach. Genau, Hau die Glocke. Auf dem Nachhauseweg. Rocky Trio könnt ihr auf YouTube auf jeden Fall finden. Ist ein super witziges, super geiles, super kritisches Video. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie, diese Band macht mir persönlich auf jeden Fall Hoffnung, dass so junge Leute schon irgendwie es schaffen, sich so über Kunst oder über Musik auszudrücken. Und ich würde sagen, bitte, 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 macht einen unglaublichen Lärm für diese 3 MusikerInnen. Ich freue mich persönlich sehr und hier sind sie für euch, das Rocky Trio. Ja, hi, wir sind das Rocky Trio und wir haben heute 2 Songs für euch vorbereitet und wir fangen einfach an mit unserem Gewinnertitel Gletscher. Viel Spaß. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Wofür sind eure Kriege da? Die Rüstung boomt,
tralalalala. Alle sprechen nur von reagieren. Niemand gibt zu, hier zu provozieren. Alle behaupten, es fiel ihnen nicht leicht. Aber nun sei eben diese Grenze erreicht. Man will ja hart sein und nicht weich. Im internationalen Schwanz lenkt vergleich. Lass die Polkappen doch einfach schmelzen. Lass Gletscher fließen, die Erde muss zur Kur. Lass die Menschen überspülen, denn sie sind nicht die hellsten. Dann erholt sich auch die Natur, ich find, wir stören hier nur. Ist doch ein schönes Eis mit Blattgold und schickt noch ein Bagger, der durch die Tropen rollt, während dein Nachbar auf Insta brollt. Mit Lambos und Langziehen, boah, was ne Erfolg. Wir bauen Zäune mit x-tausend Volt, denn da drüben metzeln sie gerade ein ganzes Volk. Bleibt weg, ihr seid hier ungewollt. Egal ob ihr in Grenzen friert, hungert und schmollt. Lasst die Polkappen doch einfach schmelzen. Lass Gletscher fließen, die Erde muss zur Kur. Lass die Menschen überschwemmen, wenn sie sie nicht heißen. Dann erholt sich auch die Natur, ich find, wir stören hier nur. Lass Gletscher fließen, die Erde muss zur Kur. Lass die Menschen überschwemmen, denn sie sind nicht die hellsten. Dann erholt sich auch die Natur, ich find, wir stören hier nur. Lass die Polkappen doch einfach schmelzen. Lass Gletscher fließen, die Erde muss zur Kur. Lass die Menschen überspülen, denn sie sind nicht die Hellsten. Dann erholt sich auch die Natur, ich find, wir stören hier nur. Gewaltige Wassermassen stürzen enge Felsschluchten im Norden Indiens. Hitze und Dürre. Extrem ist die Lage an vielen Orten der Welt. Ein Feuerwehrmann ist nach der Rettung einer Person selbst mitgerissen worden und gestern gegen 13.30 Uhr brach ein sogenannter Serak, ein Eisturm am Marmolata-Gletscher, in sich der zusammen. Der Anstieg des Meeresspiegels und das Abschmelzen der Eisschollen in der Arktis schon jetzt. Klimawandel, dazu der Bürgerkrieg, wo noch keine Dünen waren. Strömte Gas aus der Erde. Die meisten, die den Hurricane hier erlebten, waren zu arm für die Flucht.
jetzt endlich Ruhe, benutz mal mein Creator-Code. Check mein Merch aus, kauf schön ein, danach erst können wir Freunde sein. Klicke in meiner Bio auf den Link, damit wir auch wirklich Besties sind. Schick mir dein Taschengeld per Paypal, dafür erwähne ich dich auch mal. Apropos Erwähnung, das am schwersten zu erlernende Instrument auf der ganzen Welt ist ja wohl die Posaune. Und hier gleich nur für euch, meine Freunde, mega exklusiv, Luna, krasseste Frau auf dem Planeten. Aber hey, hier noch kurz ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. 1, 2, 3, 4, schau dir unsere Videos an und like die, was ist so schwer dran? Denk nicht nach Challenge, ich mach die Trends und du schwimmst mit. Daumen hoch, abonniert und like, folgt uns, kommentiert und schreibt. Haut die Glocke und setzt den Haut die Glocke, Glocke für Luna Solo. Scheißegal, laber ruhig dumm für jedes Mal. Und jetzt teil gefälligst alles von mir. Ich teile ja auch mein Leben mit dir. Okay, ich richtig geilen Moment mit euch. Mika an den Keys. Der Junge wird ein so geiles Solo abliefern, dass seine Tasten anfangen werden zu glühen. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. 1, 2, 3, 4. Schau dir unsere Videos an und like die, was ist so schwer dran? Denk nicht nach und teil den Shit. Ich mach die Trends und du schwimmst mit. Daumen hoch, abonniert und like. Folgt uns, kommentiert und schreibt. Haut die Glocke und subscribe. Haut die Glocke, Glocke. Fisch ertrinkt, jeder Cent kann helfen. Like dieses Video, um meinen Fisch zu retten. Oder noch besser, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von ertrinkenden Fischen haltet. Wir kommen auch gleich schon zum Ende dieses Songs, aber ganz kurz nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. 1, 2, 3, let's go! Schau dir unsere Videos an und like die, was ist so schwer daran? Denk nicht nach, teil den Chat, ich mach die Trends und du schwimmst mit. Daumen hoch, abonniert und like, folgt uns, kommentiert und schreibt. Haut die Glocke und subscribe, haut die Glocke, Glocke! Schau dir unsere Videos an und like die, was ist so schwer daran? Denk nicht nach, teil den Chat, ich mach die Trends und du schwimmst mit. Daumen hoch, abonniert und like, folgt uns, kommentiert und schreibt. Haut die Glocke und subscribe, haut die Glocke.